Ich wurde von einer großen Gruppe von 30 bis 40 Polizisten, Spezial- und Antiterroreinheiten verhaftet. Die Straße vor dem Haus und der ganze Häuserblock waren vollständig umringt von maskierten, Schutzwesten tragenden Polizisten mit Maschinenpistolen. Ich war komplett entsetzt, als sie alle in meine Wohnung eindrangen, herumschrien und mit ihren Waffen auf mich zielten. Die Durchsuchung meiner Wohnung dauerte mehr als 5 Stunden, aufgrund der Tatsache, dass da mehr als 3000 Bücher sind und meine literarischen Notizen. Ich ermahnte die Polizei, sie solle sorgfältig umgehen mit meinen Schriften, aber einiges Material ist zerstört oder verloren gegangen. Die Speicherkarten mit meinem gesamten literarischen Werk sowie Artikeln und Interviews mit mir in mehr als 15 Sprachen wurden von der Polizei konfisziert. In der Nacht wurde ich in eine kleine Zelle auf der Polizeiwache von Esserler gebracht. Wir waren 4 Frauen in einer Zelle von 3x3 Metern. Es gab keinen Platz zum Schlafen, außer Holzbrettern von höchstens 30 bis 35 Zentimeter. Zum Glück bin ich dünn. Die Lichter waren ständig an und eine Kamera beobachtete uns. Das Schlimmste war, wenn wir auf die Toilette mussten. Wir durften nur, wenn die Polizistin gerade in Laune war. Eine der 4 jungen Frauen schlitzte sich die Pulsadern auf, eine andere schrie 48 Stunden lang. Sie machten sich ein Vergnügen draus, uns zu sagen, dass sie uns bis zu 30 Tage einbehalten können. Ich war 72 Stunden dort, eine der anderen Frauen 18 Tage. Sie ist inzwischen im Gefängnis in Untersuchungshaft. Als ich zum Staatsanwalt gebracht wurde, waren wir alle, inklusive meine Anwälte, Polizisten und selbst der Staatsanwalt, bei guter Laune. Wir waren alle sicher, dass ein Fehler gemacht worden war und ich freigelassen würde. Ich fragte den Staatsanwalt sogar, wie ich meine Schreibunterlagen zurückbekomme. Dann wartete ich mit meinen Anwälten und einem Parlamentarier. Schlagartig änderte sich die Lage. Nach 35 Minuten sagten sie mir, dass ich vor Gericht gestellt würde. Ich wurde ohnmächtig.